Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde 1HP, wenn man es so nennen darf. Es ist auf jeden Fall eine Parcours-Map und tja. Ich habe ja gesagt, ich werde mal Parcours spielen. Und die Besonderheit an der Map ist halt, wie schon der Name 1HP sagt, man hat nur ein Leben und muss halt das runtergehen. Vielleicht können wir hier was erfahren. Nee, nicht so viel. 10 bis 15 Minuten? Nice, passt eigentlich ziemlich gut. Cool, dass mein... Ich habe rausgetappt. So, mache ich nochmal direkt Synchro. X. Nicht, dass das falsch ist. There are 10 levels. Levels have hidden chests. Find button and win. Okay. Er entschuldigt sich für schlechtes Englisch. Er kommt aus Slowakien. Slowakei. Keine Ahnung. Ja, wir haben ein Herz und müssen jetzt... Oh. Ja, das erste Level ist wahrscheinlich noch einfacher. Tutorial. Rules you will use to complete monument. Okay. Sounds very interesting. Button. Find the button. Okay, Level 1. Ja. Einfach hier halt rumspringen. Und warum mache ich das halt? Weil ich PvP wirklich nicht mehr aushalte. Vielleicht spiele ich nochmal Jump League oder so. Aber, ach, da ist der Button. Aber Chests? Wo sind die Chests hier? Kann ich abbauen? Nee. Ah, da ist die Chest. Wir wollen schließlich alles schaffen. So. Lava. Müssen wir uns ein bisschen vor in Acht nehmen, weil ich denke mal, das wird trotzdem noch klar gehen. Die Hauptsache ist halt einfach, dass wir nicht Leben verlieren. Wo ist denn jetzt hier die Kiste? Oh, wir haben keinen Schaden davon bekommen. Oh, hier ist die Kiste, perfekt. Und dann nur noch der Button, der muss war, glaube ich, hier auf der Seite. Warum kriege ich denn davon keinen Schaden? Oh, jetzt habe ich einen bekommen. Ich habe Peace. Warte mal, das ist gelockt. Das kann ich nicht mal ändern. Oh, lol. Okay. Ja gut, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das war fair. Ah ne, warte, hä? Was war das denn? Alter, das soll Level 3 sein. Hä? Das ist übelst schwierig. Ja, danke. Am Arsch Level 3, ne? Oh, ich hab's geschafft. So, wo ist der Dreck? Das Kiste? Das... Alter, wie krass nah muss ich denn davor stehen? Ja, hier ist... Oh Gott. Unsichtbare Blöcke. Kleiner Atzberger. So, wo ist denn der Button? Hey, mit dem Button. Ich will jetzt den Button haben. Gib das Button. Wo ist Button? Hä? War der auch da drin? Nicht doof? Ist der da drin? Hallo? Button? Man kann die jetzt auf Boden und so setzen seit 1.8, glaube ich. Hey, wo ist denn der Button? Aua. Da. Ein Kaktus hätten wir kurz testen können eigentlich. Level 4. Oh, Wasserlevel. Okay, kann ich mit leben. Ich verstehe nicht, warum die Map auf Peaceful ist. Da scheint Luft zu sein. Ja. Hier muss man halt jetzt richtig nach der Kiste gucken. Da ist die Kiste. Okay, die Kiste haben wir schon mal jetzt müssen. Okay, ich sollte vielleicht mal Luft holen. Aber wo ist denn... Oh, ja gut. Da ist wohl der Button. Da habe ich kurz gecuttet. Geht das überhaupt ohne Schaden zu bekommen? Ja, geht. Ja. GG. So. Warum wohne ich denn so scheiße für diesen Sprung? Der ist doch gar nicht so... Das ist ein bisschen nervig. Kann man das... Ja, gut. Kann man das fixen? Dass ich die ganze Zeit hier zweimal sterbe? Oder sollte ich einfach mal aufhören,
da auf Respawn zu drücken. Ich habe den Sprung nicht mal geschafft, aber der war auch eigentlich... Nein! Das Level ist an sich gar nicht so schwierig und ich hab's geschafft. Genau dann, ich sag. Ach komm! Warte, da will ich jetzt aber ein bisschen cheaten. Geht nicht. Zwischensprung! Zwischensprung! Warte, ich hab doch gar keine Zwischensprung. Zwischensprünge gemacht. Ich will da jetzt nicht nochmal runterfahren, muss ich sagen. Komm. Na du, komm. Boah, ich hab's geschafft. Ach, jetzt muss. Okay, aber ich glaube. Yeah. Aber ich glaube, ich verliere das nicht. Oh, ich verliere es nicht, ein Glück. Ich habe darauf gewartet, dass ich sterbe und habe schon mal Escape gedrückt. Ja gut, an dem Level hier habe ich mir jetzt irgendwie 15 Tode gefarmt wahrscheinlich. Ey, ich springe schon so unglaublich spät. Ich glaube, ich sollte einfach mal den Anlauf, den es hier auch gibt, mitbenutzen. Alter, dann geht's ja viel besser. So, und wo ist jetzt der Knopf? Da kann man reinfallen, Alter. Das ist assi, dass der echt sowas auch noch auf die Map gebaut hat. So. Okay, Leitersprünge. Sind wir alle mit... Alles klar, die Druckplatte habe ich mit dem Texture Pack mal nicht gesehen. Ich kann da sogar reinklicken und das alles rausnehmen wahrscheinlich auch. Machen wir jetzt natürlich nicht. Wo soll ich denn jetzt hinspringen? Ist das wirklich das Wasser? Nein. War eigentlich klar, dass es kein Wasser ist. Aber ich war trotzdem zu neugierig und hab's aus. Aha. Das überlebe ich nicht. Ah, doch, ich kann hier runter. Und dann zack. Und dann geht das auch. Und jetzt? Nee, jetzt nicht weiter. Wenn ich aber hier runterspringe, überlebe ich das da auch nicht. Nee, 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 das geht alles nicht. Bis da unten verliere ich, glaube ich, zu viel. Ich habe Auto... Also, ich mache das eigentlich gar nicht an, aber... Es geht halt einfach an. Hilfe? Wie komme ich hier weiter? Ah, scheiße. Ich will den Arrow nicht. Weg damit. Er hat mich fast... Weg damit. Er hat mich fast umgebracht. Nicht auf die Druckplatte treten. So. Oder kann ich direkt hier runter? Nein. Mann. Also das Problem ist eigentlich weniger... Doch, also gerade eben hatte ich auch Probleme beim Jump'n'Run sozusagen, aber... Jetzt ist mein Problem eher, den Weg zu finden. Weil wenn ich hier einfach nur... Was? Das geht auch nicht? Wie denn dann? Och Gott. Wie habe ich das denn noch verkackt? So. Lol, by an arrow. Der kam einfach so auf mich zugeflogen. Konnte ich gar nichts gegen machen. So. Aber vielleicht zeigt uns die Schiene den Weg, aber das kann gar nicht sein. Ich vermute irgendwie, dass ich darüber muss. Aber der Sprung geht... Oh, ich muss ins Spinnennetz. Total genialer Mensch. Blitzmerker, Alter. Oh, wahrscheinlich denkt ihr euch die ganze Zeit nur so... Oh, boah, ist der dumm, ey. Oh, das ist ja... Oh, das war so obvious. Ich bin so Captain Obvious. Boah. Alter, das war ja echt richtig behindert. Da habe ich gar nicht mehr mitgedacht. Wo ist denn hier der Knopf jetzt? Ich will hier einfach nur weg aus dem Level. Wo ist der? Da. Ha. Predicted. So, Ender-Level. Lol, das geht schon mal nicht.
Oh. Das geht auch nicht. Ach, ich muss auf den wahrscheinlich erstmal. Ja, ist okay. Oder? Na, ich guck mal, ob ich den Sprung schaffe. Nee. Ja, jetzt muss ich mir wieder gucken nach dem Weg, aber das sollte definitiv gehen. Aha, da haben wir den neuen. Da haben wir den Weg rausgefunden, wenigstens. Ich meine, ist auch eins, ist auch etwas. So, jetzt geht das auch. Ich müsste hier noch durch. Lol. Wow. Danke. Also warum man so einen Weg überhaupt dann freilegt, verstehe ich nicht ganz. Dann machen wir das anders. Nee, das geht gar nicht. Hä? Och Mann. Ich mag den aber auch nicht. Zack. Wir können hier nirgendwo runter. Das haben wir festgestellt. Ah, aha. Na, das könnte gehen. Und? Geht es? Hier komme ich doch wieder nicht raus, gell? Ah, aha. Und dann darauf. Oh, das war knapp. Und dann darauf. Geschafft. Och, wieder hoch. Okay, da ist aber nur der Knopf. Ich will erst... Ich will die Kiste erst. Ah, da ist sie ganz einfach. Okay. Haben wir die. Und dann einfach nur hier hoch. Alter, wenn man hier einmal runterfällt. Weil der da... Avoid Niesen. Eingeleitet. Okay. Den Anschlag habe ich überlebt. Okay, das Jump'n'Run war hart. Oder ich bin dumm. Also ich vermute meistens zweiteres. Genau. Oh. Das ist so ein ungünstiger Weg nach unten, ne? Den man halt immer wieder machen muss. So. 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 Jetzt den Sprung nicht ver... Ja. Jetzt den Sprung nicht verkacken, genau. Wir machen das aber im... Nein. Schneide ich alles raus. Schneide ich alles raus. So, so, so. Und so. Okay. Der Sprung ist gar nicht so schwierig. Ich brauche gar nicht so viel Anlauf. Oder was auch immer. Wenn ich hier ganz nah rangehe, dann kann ich da einfach hochlaufen jedes Mal. Nee, hier ist kein Platz dafür. Oder doch. Oh, Alter. Warum kann ich denn da drauf nicht so sneaken? Also, ich verstehe schon, dass ich auf Zäunen... Ey, das ist Kacke. Das ist einfach nur Kacke, dass man dann nochmal so ein dreckiges Zaun-Jump-Runner nochmal dahinter setzt. Ich meine, ich habe nichts gegen so diese 0815 sozusagen Jump-Runs. Ich meine, das hier ist jetzt auch Jump-Run sozusagen und das ist halt, das geht voll klar. Aber hier, du kannst hier halt nicht richtig hochspringen. Weil die Zäune, wenn du auf den Zäunen sneakst, dann fällst du automatisch... Wie bin ich denn jetzt so schnell hier hochgekommen? Darf ich das mal bitte wissen? Oh Gott, wie habe ich das denn bitte jetzt so einfach geschafft? Ich bin gerade dabei, ihn zu flamen und dann passiert... Oh Mann. Also wenn ich springe, schaffe ich das, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich sag, ich mache es aber trotzdem. Das geht auch nicht. Was mache ich jetzt? Erstmal wieder zweimal auf Respawn natürlich drücken. Muss ich bis nach da drüben springen? Also was heißt bis? Der Sprung geht eigentlich voll klar. So. Und jetzt hier hin. Und jetzt dahin. Und jetzt runter. So, wo ist die Kiste? Okay,
Kisti, Kisti. Wahrscheinlich hat er hier irgendwo noch so eine Pfeilfalle versteckt. Da ist die Kiste. Meins. Level. Lol. Nice bug there. Warte. Lol. Ja, gut. Ich glaube, das kommt davon, dass man halt die ganze Zeit zweimal respawnt. Wo ist denn jetzt der Knopf? Knopf? Knoppi? Knopf? Wo bist du? Da, 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 da. Komm her. Nice. Feinlich, dachte, es gibt 10 Level. Jo, hier hat er sich aber Mühe gegeben. Wie mache ich das? Ich muss nach da. Oh, das hat geklappt. Dieser Typ, was hat er sich hier alles ausgedacht? Oh, ich wollte daran vorbei. Schade. Alter, wie habe ich das denn gerade eben geschafft? Alter, da muss man richtig kacke springen. Und ich vermute mal, er hat da unsichtbare Blöcke. Lol, den Sprung kann man gar nicht schaffen. Das sah gar nicht so weit aus. Naja. Alter, aber wie soll man das denn vernünftig schaffen? Hier farmt man sich ja nochmal richtig Tode. Ach, man kann da drauf. Ja, oder auch nicht. Das geht nur auf der einen Seite. Und es hat trotzdem nicht geklappt, obwohl ich draufgegangen bin. Macht Sinn. Ey, das ist halt Abfuck, weil man immer zweimal respawnen muss. Ich habe keine Ahnung, wie man hier vernünftig rüberkommen soll. Oh, Alter, das hat geklappt. Jetzt nicht verkacken. Ich habe Angst, dass er da irgendwelche behinderten Blöcke hingesetzt hat, muss ich sagen. Geht es? Ah! Warum hat das nicht geklappt? Man denkt, es ist zu hoch. Jetzt darf ich mich wieder hier mit ärgern. Ich habe sofort das richtige Timing gehabt. Och man, das ist jetzt doof. Warum hat das denn nicht geklappt? Man denkt, ich krieg so viel Fallschaden von dem Block. Das sind 2,5 Blöcke. Das zieht mir ein Herz, oder was? Och komm, das ist jetzt echt kacke. Aber wohin sollte ich denn sonst, frage ich mich auch gerade. Viele Möglichkeiten hat man. Och man. Hat man an sich gar nicht von der Stelle aus. Ja, 15 Minuten. Ich habe bemerkt, Alter, das wird runtergecuttet. Ey, ich habe auf Caps Lock gedrückt. Nein. Mann. Ich sollte aufhören, auf Caps Lock zu drücken. Dann würde ich es vielleicht auch mal schaffen. So. Nicht sneaky? Ist das irgendwie viel einfacher? So. Oh, ich hab's verkackt. Ernsthaft. Aber wenn ich sneaken drücke, geht's. Also, wir probieren das jetzt einfach immer mit sneaken. Und dann wird's vielleicht einfacher. Ich verstehe gar nicht, wie ich da drauf komme. Ich meine, ich bin ja eigentlich auf diesem Ding drauf und ich sterbe halt trotzdem. Ach Mann. Aber das wird schon, das wird schon. So. Das wird der Try, Alter. Ach komm. So. Da bin ich niemals drauf gegangen. Ja, ja, ja. Ja. Okay, wo lang muss ich? Wo lang muss ich? Das hat er jetzt. Hat er das gemacht? Nee, das ist auch zu hoch, oder? Und von da aus, wo soll ich denn von da aus dann weiter? Ich weiß halt echt nicht. Muss ich hier runter? Nee, das geht nicht. Wohin muss ich? Was? Das wird niemals klappen, da runter zu gehen.
Deshalb lasse ich das direkt, oder? Aber ich habe keine andere Möglichkeit, oder? Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Wenn ich von da springe, bin ich auch auf der Höhe. Ich kann keine Blöcke platzieren, hätte mich aber auch gewundert. Ach, das, ich weiß halt, dass es schief gehen wird. Nee, das wird nix. Nee. Also entweder war ich gerade unlucky da. Hä? What am I supposed to do? Und bis zum Knopf kann ich auch niemals springen. Und selbst wenn ich springe, dann müsste ich auch sterben. Nach der Logik. Was soll ich denn jetzt machen? Hey, das ist ja behindert. Wohin soll ich denn? Hallo? Alter, ich bin richtig leise. Ich bin bei minus 12 Dezibel. Scheiße. Naja, mache ich mich lauter. Man muss dazu sagen, es ist mitten in der Nacht. Aber ich habe keinen Plan, wo es hin soll. Hier ist kein Cobweb. Ich sehe zumindest keins. Ich kann hier nicht runter. Und darunter geht nicht. Das ist nur ein kleiner Stamm. Also ein kleines Ding. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht treffen würde. Alter, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wie soll ich denn bitte hier runterkommen? Ich bin gerade eben gestorben. Warum sollte ich jetzt nicht sterben? So. Versuch das jetzt einfach. Es kann gar nicht klappen. Das ist ein Block weiter unten. Fliege. Weg mit dir. Ich sehe auch keine Leiter. What? Jungs, aber es wurde von zwei Leuten getestet. Müssten es ja geschafft haben. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier runterkommen soll. Tot. Ah, das könnte sogar gehen. Geht es? Kann ich wirklich auf diesen kleinen Holzstamm? Das würde mich ein bisschen impressen. Jetzt dürfen wir erstmal den Scheiß wieder machen. Aber gut, nehme ich in Kauf. Dafür, dass wir vielleicht gerade durch diesen Unfall mehr oder weniger herausgefunden haben, dass es vielleicht möglich ist. Ey, Mann. Aber bis wir hier mal wieder durch sind, ne? 15 Minuten, hat der Typ gesagt, ne? Ich bin jetzt seit 9 Minuten im letzten Level, glaube ich. Man passt ja eigentlich gut, ne? Aber es wird halt noch... Ach, komm, länger dauern. Komm. Ach. Es ist halt echt einfach nur... Try and Error. Und ich hasse Try and Error. Es liegt ja an sich nicht daran, dass ich zu scheiße bin, sondern einfach, dass man manchmal diese Druckplatte berührt und manchmal nicht. Und zweitens halt, dass hier halt nichts ausgestellt ist. Man muss einfach ein bisschen hoffen, sozusagen. Dass man jetzt gerade den richtigen Weg eingeschlagen hat. Man kann das halt auch nicht so richtig einschätzen mit diesem einen Herz. Komm. Kann ich auch da lang springen? Ach, wäre möglich. Ich probiere das jetzt 2-3 Mal und dann gucke ich mal, ob das einfacher ist. Ja. Super. Ganz große Klasse. Ob das vielleicht... Einfacher. Ja, das ist einfacher, glaube ich sogar. Oh Gott, aber das ist ja richtig Maßarbeit. Oh, was geht aber eigentlich schon besser? So. Nee, das geht auch nicht. Hä, was hat er denn hier gebaut? Geht das aber definitiv schon mal einfacher.
Oder muss ich einfach nur noch langsamer darunter gleiten? Jetzt bin ich daneben gefallen, aber das geht auch nicht. Das geht auch gar nicht. Und da bin ich einfach gegen den Wand gesprungen. So. Fuck. Das ist das erste Mal, dass ich das verkackt habe. Aber das macht es schon mal einfacher, dass wir... Fuck. Das herausgefunden haben. Ich sollte mir da mehr Zeit lassen. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal versuchen, irgendwie da mich rumzuschlängeln. Oh Gott. Vielleicht war ich einfach nur... Nee, es geht nicht. Ich falle gefühlt gar nicht, aber trotzdem geht es nicht. Wohin muss ich denn? Das geht auch nicht. Wenigstens kann ich jetzt mal ein bisschen rumprobieren im Level, dadurch, dass ich mir diese Jump'n'Run-Kacke hier mal richtig angewöhnt habe. Ich habe ernsthaft gerade genau den Moment abgepasst, wo es halb drin war. Nee, ich habe keine Ahnung. Wenn ich... Geht auch nicht. Aber ich könnte versuchen, da ins Wasser zu fallen, oder? Ist da überhaupt Wasser, wo ich hin gerade möchte? Ich hab's daneben. Ja, da ist sogar Wasser. Ich könnte mal versuchen, in das Wasserloch zu springen. Weil das sieht man von da doch gar nicht. Da muss man ja mindestens einmal verkackt haben. Daneben. Geil. Ach Mann. Komm bitte. Ich springe halt viel zu früh dann wieder nach links. Oder ich drehe mich zu früh nach links. Und dadurch schaffe ich den Sprung gar nicht erst. Ah, jetzt hatte ich aber viel Zeit. Oh, lol, da muss man wirklich in dieses eine kleine Loch springen, oder was? Man muss... Nee, man muss genau da... Ey, ja, das... Das ist ein Unmensch, wer das gebaut hat. Warum denn immer diese... Man hat ein einziges freies Loch frei. Das ist ja fast so schlimm wie auf... Keine Ahnung, Mario Party. Dieses eine neue... Ja, da muss ich rein. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Alter. Call me God. Da hinten muss ich hoch. Ich rate mal. Wenn ich jetzt hier einmal runter... Lol, kein Schaden, okay. Okay, dann bin ich anscheinend nicht direkt tot, aber ich gerade sagen so... Hä? Ah, du spring doch da mal drauf, danke. So, Kiste. Und Button. Ja. Press the lever when you replace all wools. Was? Egal. Place wool on iron block. Place wool on iron block. Weiß... Weiß. Dieser Typ hat einige Sachen anscheinend nicht bedacht. Press the lever when you will place all wools. When you will place. Das heißt, eigentlich müsste ich ja jetzt drücken und dann hinsetzen. Das geht schon mal nicht. Weil ich kann jetzt nichts drücken. Weil ich in Game Mode 2 bin. Und dann kann ich auch nichts setzen. Tutorial. Ja, kann ich nicht setzen. Level 1. Kann ich nicht setzen. Ist der behindert? Slash Game Mode 0. Ich glaube, da hast du einen Fehler gemacht, aber das geht so gar nicht. Naja. Fuck. Oh, ich habe die wiederbekommen sogar. Nice. Ich glaube, er hat sie nicht im Game Mode 2 ge... Oh, ich dachte gerade schon. Zack. Nice. The End. Tester, Savage, Tester, Helper, Just Fio. Und der Bauer war Savek, glaube ich, heißt er. Was ist das? Herzchen. Ach so, das ist das Rating.
Ich würde eigentlich eine von den beiden hier sagen. Weil mich halt dieses Level-Design ein bisschen abgefuckt hat. Es sollte 15 Minuten dauern und es hat eine halbe Stunde bei mir gedauert. Und die letzten 15 Minuten habe ich eigentlich nur im dritten Level rumgehangen. Ich hätte mir eine bessere Erklärung gewünscht halt. Ich gebe dem den hier. Den hier. Wobei das Level-Design auch nicht so geil. Ich gebe ihm ein Meh. Weil mir ist halt echt... Es war mir zu blöd mit dem letzten Level einfach, weil man nicht gewusst hat, wo man jetzt lang soll. Und es gab auch teilweise mehrere Wege wahrscheinlich. Oder mehrere, die eigentlich ich für möglich gehalten hätte. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir 102 Tode in der Zeit angefarmt. Wollt ihr sowas öfter sehen? Wie ich einfach eine halbe Stunde lang versuche... Ich werde mal das ein bisschen cutten, denke ich mal, aber nicht viel. Wollt ihr sowas öfter sehen? So Jump'n'Run oder vielleicht doch lieber PvP, aber... Ganz ehrlich, ich hätte keine Lust mehr auf PvP, weil ich mich selber dabei viel zu sehr aufrege. Tja. Vielleicht findet sie auch lustig, dass ich mich aufrege, aber ich finde das halt irgendwie... Also wenn ich mich dann selber sehe, denke ich mir immer so... Das finde ich ja selber kacke, wenn da einfach einer so... Man kennt ja Rivi, aber ich will da jetzt nicht noch länger drum rumschwaffeln, denn wir sind jetzt schon 33 Minuten im Game. Sagt einfach mal, was ihr davon haltet, wenn ich sowas spiele. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.